Moin moin Leute, herzlich willkommen. Wir sind heute im Doppelpack unterwegs. Ihr kennt mich ja schon, das ist Jan. Moin moin. Wir haben heute eine richtig, richtig, richtig krasse Mission. Und zwar wollen wir einen Goldschatz öffnen. Einen Goldschatz. Goldschatz. Strahlensterne. Ein ganzes Display. Ja, seid mit am Start. Mal gucken, was wir rausziehen. Wir wollen alle 5 Luraks ziehen. Das definitiv. Selbstverständlich. Wollen wir noch irgendwas Cooles ziehen? Arceus. Ja, selbstverständlich auch. Das auch. Hat, glaube ich, auch 2 Artworks auf jeden Fall mindestens drin. Ne? Ja. Ich würde mal sagen, let's go. Wir gucken mal rein. Ja, Bianca, dann mach mal auf den Goldschatz. Das mache ich auf jeden Fall mit dem einzig wahren heiligen Cuttermesser. Kennen wir ja schon. Boah, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ja, ich auch. Ich meine, es sind ja wirklich tolle Karten drin. Ne? Ich habe mir schon mal ein bisschen gespoilert, mir einmal die Liste angeschaut. Es soll ja Entei drin sein. Ja. Raikou, schöne Pokémon generell. Und das Artwork von dem Booster mit dem Glurak, wunderschön. Hier haben wir es auch gleich vorne. So sieht das Ganze aus. Ich würde mal sagen, machen wir ein Go? Machen wir parallel oder? Ich würde sagen, wir machen mal parallel aus. Ja, dann gönn dir mal. Ich nehme mal was aus der Mitte raus. Ja. Gott. Ihr kennt mich ja schon, ich zittere immer dabei, ne? Weil ich so aufgeregt bin. Über diese Scheinungskarte. Bald. Aber ich feiere es. Wunderschönes Klick. Ich würde mal sagen, nichts dabei. Wir haben direkt eine Trainer Alternativ Rare. Was ist mit dir? Du hast goldene Finger aus der alter Mitte. Alter Schwede. Krass. Nicht schlecht, wunderhübsch. Richtig geflext. Da hast du aber einen rausgehauen hier. Licht. Sneedle, ein Holo-Reverse Magma. Okay, irgendwie crazy Design. Dafür, dass es Magma ist. Und wir haben eine V-Karte Lumineon. Nicht schlecht. Also, ist okay. Also, fängt ziemlich gut an, muss ich sagen. Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Und Supreme. Oh, guck mal, alle 3 Starter in einem Pack. Das ist auch ein bisschen witzig, oder? Definitiv. Cool. Läuft, Leute. Gut, ja, ich habe eben gar nicht gesleeved. Sleeven wir unsere V-Karten? Ja, ne? Ja, die V-Karten und so, und die würde ich halt liegen lassen, ne? Ja. Die kann man mal sich gönnen. So. Porenta, auch crazy Design. Shinox nochmal. Das fehlt vom Boss. Nix bei. Go for it. Go, go, go. Ja. Mhm. Oh, Umbreon, okay. Ja, okay. Mhm. Ja. Ja. Das ist immer so dieses. Ja, aber es kann natürlich auch nicht jeder Booster ein Hit sein. Keine ja, Frage. Ich wollte gerade sagen. Natürlich nochmal die Co-Karte. Ich bin richtig gierig gerade. Ich glaube, ich will jetzt schon einen Booster los. Es tut mir leid. Ja. Aber das ist hier Teamwork, Leute. Definitiv. Wir geben hier alles für euch. Den haben wir eben schon gehabt. Oh, wir haben Lucario Holo. Also ich schicke persönlich wollte gerade sagen, finde ich cool. Gibt es ja auch als Promokarte aus dem Pre-Release-Kit. Mhm. Nochmal eine Holo. Zwerfins. Ich finde das Design ganz schön. Ja, ja, definitiv. Mary Stolz gibt es hier auch als Full Art Karte nochmal zu sammeln. Die versuchen wir natürlich heute auch zu ziehen. Machen wir jetzt. Easy. Was glaubst du, haben wir ein gutes Display erwischt? Naja, es hat ja auf jeden Fall schon mal mit einer Character Rare angefangen. Hoffen wir mal, so geht's weiter. Ja. Ich drücke uns die Daumen. Ja. Okay, nicht schlecht. Ich bin raus.
Okay. Ich kann dir nicht antworten. Das zur Frage, ob das Display gut ist. Definitiv. Okay. Okay. Es tut mir leid. Brauchst du nicht. Ich kann das nicht reintun. Alter, was ist mit mir? Das gibt's doch nicht. Oh Gott. Ja, wir haben ein Glurak gezogen. Die V-Star-Karte. Ganz neu eingeführt. Puh. Ich kann nicht mehr. Ja, also Display hat sich schon mal gelohnt, Leute. Definitiv. Hammer. Mach mal erstmal. Ich bin mal kurz raus, Jan. Wir machen mal eine Boosterpause. Gott, oh Gott. Ja. Oh, guck mal. Nochmal Mary Stolz. Hallo, Reverse. Alter. Ein Raichu V. Auch nicht verkehrt. Sehr schönes Artwork, muss ich sagen. Hammer. Voll gut. Barista. Der gute Barista. Dass der eine Karte hat. Mach du mal das. Erst noch mal einmal durchatmen. Ja, mach mal. Also ich bin jetzt hier der Stalker. Ich gucke jetzt Jan zu, wie toll er das macht. Ne? Mhm. Außerdem, ich spüre das, du hast jetzt auch einen richtig krassen Hit. Dann nehmen wir uns vielleicht mal einen Booster von hinten. Ja. Das hat ja am Anfang auch so gut geklappt. Also. Richtig. Oh mein Gott. So, auch echt ein guter Hit. Ja. Wir sind ja gerade erst im Display drin. Ist so. Und ich bin schon fertig mit den Nerven. Mhm. Ja. Ja, also man kann niemals alt genug für Pokémon-Karten sein, möchte ich dazu sagen. Alter. Nochmal eine Raichu V, dieses Mal mit einem anderen Artwork. Was ist hier los? Nicht schlecht. Ja. Ja, also ich bin super zufrieden mit dem Display. Ja, also das behalten wir natürlich. Das müssen wir mal gucken. Schön. Steigst du wieder mit ein? Ich steige mit ein. Ich habe aber ganz nüchtern, wollte ich gerade sagen, von vorne genommen. Nicht so eine aus der Mitte Tricks. Paling, paling. Direkt die Glurak. Das ist so heftig. Alter Schwede, das ist wirklich richtig gut. Ja. Ja, Leute. Das war nichts. Du zeigst immer so lieb die Codes, ne? Sorry, ich hab das eben nicht gemacht. Ach, halb so blöd. Ich glaube, kennst du jemanden, der diese Codes einlöst? Also Real Talk ist ja nicht schön. Also, nee, also tatsächlich kenne ich niemanden, außer mich selber. Ich habe mal ein paar Codes eingelöst, um mal ein bisschen das TCG kennenzulernen online, wie das so läuft. Und tatsächlich bin ich aber auch der Einzige. Ja. Ich habe die zu Hause auch bei mir liegen. Ne? Also ich glaube, ich bringe die mal mit in den Laden. Vielleicht will ja einer von euch die haben oder so. Dann lege ich sie hier unter die Kasse und go voll. Das nicht. Ja, why not, ne? Hokumir haben wir jetzt auch schon öfter gehabt. Laukas. Es hat gerade an der Tür geklingelt, aber Cleo. Der Kollege geht. Das ist sehr gut, denn wir haben hier Cleopatra gezogen. Die gibt es ja auch als Promokarte im Pre-Release-Set. So sieht's aus. Und hier haben wir eine von diesen mysteriösen V-Star-Karten. Ja. Auf der einen Seite schwarz mit einem Pokéball, auf der anderen steht V-Star drauf. Mhm. Einfach ein Platzhalter. Ja. Vielleicht klärt sich das irgendwann nochmal, wofür die da sind. Also ich finde, auf mich wirkt das wie so eine Clubkarte. Von wegen her hast du Zugang zum Special Event. Mal sehen. Die wollte ich euch nicht vorenthalten. Ja. Also ich muss mal ganz kurz auch nochmal sagen, Booster Packs, sehr, sehr schön. Feier ich. Wirklich ein schönes Artwork. Ja, ne? Ja. Also das dieses Artwork. Ja, da freue ich mich auch wirklich auf dieses Set hier jetzt mal. Alter, was geht denn ab? Alter Schwede, das Display gönnt aber richtig. Es ist einfach mal Full Art Deden. Sehr, sehr schön. Wirklich schöne Karte. Aber richtig. Auch hier mit dem Trainer wieder mit drauf. Ja. Also die Character Wear. Wunderschön. Also wir können uns. Und wir auch haben die Club-Karte. Ja, also wir sind into the club. Ja. Und? Weil wir nett sind. Wenn das Logo. So, weiter geht's. Wir haben gerade einen Glurak gezogen, hat ganz lieber gehört. Ja, sorry. Glitzer, Slimer. Und wir haben noch eine Glurak gezogen, okay. Was ist denn? Das Display ist wirklich gut. Vielen lieben Dank. Ich bin so raus. Okay. Leicht aber hallo. Definitiv.
Das ist nicht dein Ernst. Haben wir definitiv das richtige Display rausgesucht. Aber hallo, wir haben richtig rausgesucht. Schon direkt. Zwei Varianten von Jura. Ja, also ich sagte ja am Anfang des Videos, wir wollen sie alle fünf. Genau. Ich würde mal sagen, wir haben das Display des Jahres ergattert. Bis jetzt richtig gut. Ja. Definitiv wollen wir natürlich noch die Glurak VMAX Rainbow Karte ziehen. Die nächste Variante davon. Komm. Also ich muss ja sagen, eigentlich ist man immer, also es kann nicht besser werden, aber ich bin jetzt im Hype. Also jetzt glaube ich, ist alles möglich. Also die dritte Variante brauchen wir auf jeden Fall noch. Wahnsinn. Wirklich echt stark. Das ist Wahnsinn. Schön. Und das Tolle ist ja, es ist ja nicht im Safe, wir öffnen es ja hier OVP. Das ist so geil. Oh. Schon wirklich echt richtig gut. Das ist auch ein bisschen unverschämt, aber... komm. Ich bin so im Hype. Es könnte natürlich jetzt das Silverwing sein, was ich da sehe, aber eventuell auch noch ein Hit. Komm. Aber oh, es war doch nur das Silvering, aber... Ja. Aber Milzer ist süß, hey. Habe ich gerne im Team. Bei den Pokémon spielen. Der Pelzebub. Ja. Knaxel auch gerne im Team. Ich habe immer ein Drachen-Pokémon im Team. Nur mal so random Fun Facts über meine Teams, die niemanden interessieren, aber egal. So. Wir haben noch mal einen Milzer. Ja. Ich kann noch nichts mehr sagen, sorry. Mhm. Eine Forschung des Professors. Alter, es ist unverschämt! Es ist unverschämt! Shame and Visa! Es ist unverschämt. Alter Schwede. Also, dieses Display. Produktionsfehler? Das kann doch nicht so fahren. So viel Glas. Aber wir wollen natürlich noch den Hyperball Gold ziehen. Dann wollen wir noch. Wir nehmen alles mit. Es ist alles möglich. Es ist alles möglich. Und Lavados Goldkarte, wenn ich mich nicht getäuscht habe, ist auch im Display drin. Ja, ich glaube, ja. Und ich glaube von, auch von Arceus. Ne? Arceus, heute ein Zungenbrecher bei uns. Wir sind uns mit der Aussprache noch nicht so ganz sicher. Das Problem ist, dieses Pokémon ist ins Leben gekommen, da war ich echt noch jünger. Und ich habe das so wie den Teenager, den Teenager damals ausgesprochen. Deshalb sage ich immer Arceus. Ich stehe dazu. Ich reicht dir meine Sleeve. Ja, ja. Ich mach's. Komm. Luxtra ist schon ein schönes Artwork, keine Frage. Ja. Habe ich auch immer gerne im Team. Auch jetzt bei den Legends-Spielen, Arceus Legends. Tolles Spiel. Hyperball, wie gesagt, den suchen wir als Goldkarte noch. Ja. Und natürlich die Codekarte. So, wir haben, ich würde sagen, Hälfte geschafft, ne? Ja. Ich hoffe, wir haben nicht schon alles Gute aus dem Display rausgezogen und ihr guckt uns jetzt nur noch zu, wie wir Bulk ziehen. Nein, da kommt noch was. Ich spüre das. Da ist schon mal Holo. Schon mal besser. Oh, wir haben Panferno Holo. Ich finde, die sieht ganz cool aus. Ja. Gut gelungen. Ja, definitiv. Aber wir brauchen jetzt noch eine gute Karte. Ja. So, Jan, kümmere dich mal drum. Machen wir, mach ich. Ich zeige in der Zeit diesen wunderbaren Code. Wunderschön. Let's go. Ja, das Milzer wieder. Ja. Oh, Empoleon. Empoleon Holo. Mhm. Passt. Wir wollen nicht gierig werden. Wir freuen uns trotzdem. Ja. Das ist echt so schlimm. Ne? Jetzt ist mal richtig so, die Erwartungshaltung ist sehr hoch. Definitiv. Boah, ich würde mich so freuen, wenn wir die Alternativvariante von dem Glurak noch ziehen würden. Also ich bin wirklich mit meinem Leben schon völlig out of control. Ich sag mal so, drei Glurak-Varianten wären natürlich Hammer. Fünf wäre besser. Wir wollen aber nicht gierig sein. Nein. Oh, ein Morpeko. Süß. Wie? Kann man haben. Trick. Allein schon Common haben. Common haben. Einmal noch den Code, bitteschön. Und die Sneeze darf haben. Ja. Ich weiß, ich habe dich eben die ganze Arbeit machen lassen. Ah,
halb so wild. Also zukünftig sind wir gerade dran, dass wir das ja. Das Magma ist auch richtig kommen, ey. Aber ich finde es eigentlich echt nicht. Es hat was. Alter, es hat was auf jeden Fall. Ja, darum, aber kommt zukünftig. Oh, Kokos, schon süß. Schon süß? Mewtwo? Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass der drin ist. Ich auch nicht. Aber nice. Definitiv. Sieht auch cool aus, ja. War anders. Und irgendwie auch ein bisschen evil. Ich finde voll schick. Ja. Ja, super. Die Stadionruine. Runter geht's. Ja, cool. Mewtwo lege ich mal beiseite. Ja. Ich kann das hier nicht mal mehr vernünftig rausholen, wobei das war noch nie meine Stärke. Also Panflam auch sehr süß. Ich bin ja eh so ein Feuergirl. Die Fass, ja gut. Dankeschön. Weiterhin gute Sache. Danke. Tschüss. Ciao. Ihr merkt, wir nehmen live im Ladengeschäft auf. Ja, das ist nicht vermeidbar. Habt ihr jetzt 5 oder was? Noch nicht, wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Momentan sind es 2. Vielleicht auch gleich 3. Da ist wieder was. Da haben wir. Ja. Ich mach gleich Feierabend. Also dieses Display. Also, es tut mir leid, lieb. Oh mein Gott, Doppelhit! Elfan, wie? Wenn mich nicht alles täuscht, war da doch auch auf den Boostern vorne drauf, ja, oder? Ja, ist auch vorne drauf, ja. Da reiche ich dir direkt eine Sleeve rüber. Ich nehme mir die zweite gleich. Also dieses Display. Also das ist so heftig. Ich wünschte, ich hätte es mir privat gekauft. Ja, ist echt so. Ich wollte auch gerade sagen, also es tut mir leid, liebe Keep7-Community. Das allerbeste Display ist offen. Ist gerade bei uns auf dem Tisch. Ey, das ist aber, es ist schon langsam unverschämt. Ist wirklich echt richtig gut, das Display gönnt ohne Ende. Es gönnt, ich hoffe, nicht. Es hört nicht auf zu gönnen. Also, ich muss auch sagen, also Displays öffnen bringt immer Spaß, aber heute ist Endstufe. Richtig, es ist einfach Endstufe. Süßes Lapras, tolles Pokémon. Aber leider kein Hit. Wir sind immer noch auf der Suche nach den anderen 3 Artworks von Glurak. Ich hoffe, es sind 3 und wir haben uns nicht verzählt, es sind 4 oder so, oder nur noch 2. Mach einfach. Das ist so geil. Epulentas mit einer ganz miesen Printline und dann noch eine Printline und noch eine Printline. Ich weiß nicht, ob man es wirklich gut sehen kann auf der Kamera, wahrscheinlich nicht. Aber das ist krass, ja. Da haben wir die Gluraks noch gar nicht drauf überprüft. Ich wollte gerade sagen, wir sind so im Hype gewesen. Da müssen wir gleich nochmal drauf achten. Wir sind wieder Clubmitglieder. Also für eine dritte Person ist Platz. Meldet euch gerne bei uns. Ich finde, das sieht wirklich wie so ein verruchter Club, wo du an irgendeiner Hintertür stehst. So. Wir müssen uns unbedingt nochmal informieren, ob es irgendwie eine Bedeutung für mich hat. Sorry, an der Stelle, wir machen es hier echt spontan. Ja. Wir haben das auch echt recht früh bekommen, ja jetzt die Ware. Und haben wirklich kurz geschlossen, lass einfach mal öffnen. Also von daher, sorry. Aber wir fühlen das dafür für euch. So, mal sehen, was wir jetzt haben. Ein Formel. Panflam. Aha. Hatten wir den nicht schon? Den hatten wir schon mal als Reverse Solo. Ah, Reverse Solo vorbei. Nicht in Gold. Wir machen hier natürlich absichtlich nicht den Kartentrick, damit man nicht direkt an der Codekarte erkennen kann, ob schon Hit drin ist. Ja, das ist ja wirklich blöd, ne? Ja. Wir wollen es ja auch nicht selber spoilern. Nee, eben. Ein Scheinwuchs und das niedliche Porenta mit dem Lauf. Ja, völlig wild. Leider kein Hit. Oh, war noch viel süß. Definitiv. Ja. Ja. Ach, war nichts drin. Aber jetzt.
ganz kurzer Break an dieser Stelle, liebe Leute. Ich kann es kaum sagen. Die Kamera von oben ist ausgegangen während den letzten Minuten. Wir haben das Ganze jetzt für euch nochmal bestmöglichst rekonstruiert, also konnten das tatsächlich, haben die Booster nochmal zusammengestellt. Also schaut gerne weiter, Frontkamera lief weiterhin, alles schicki. Wir haben noch 2 Hits. Es sind nicht mehr viele Booster übrig. Was haben wir noch? Brauchen... 6? Nee, 7 haben wir noch. Dieses Mal Dura-Rad. Ja, das wird was. Tauschen Professors Holo diesmal. Aber nothing. Next one. Shinooks. Oh, ich dreh's durch! Es ist echt richtig schön, wieder eine Character Rare gezogen zu würfeln. Vielleicht noch ein doppelter Hit. In dem Fall nicht, nee. Aber eine richtig schöne Karte. Das ist und schön. Auch eine Trainerkarte und ein Swirklop. Die beiden sind ja auch näher verwandt. Ja, das hast du schön gesagt. Sehr geil. Komm, ich sieh sie, du kannst noch mal einen öffnen hier. Sagst du, ich muss den noch aufholen, den du vorher aufgemacht ja, hattest? Ja, genau. Okay. Außerdem hast du hier gerade offenbar gerade eine gute Hitlinie, wollte ich gerade sagen. Mhm. Sieht mega geil aus. Total. Das kommt auch so rüber. Also dieses Display, ne? Ja, das ist wirklich... Als hätten wir das selbst gepackt. Haben wir nicht. Haben wir. Aber ja. Go for it. Mhm. Schön. Capoeira. Und das Magma-Becken. Das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Definitiv, ja. Meine Stimme ist schon weg. Also zu laut geschrien bei den Glubax. Ja, Jan denkt sich nach dem Video auch so. Tinnitus. Ja, tut mir leid. Ich kann mich manchmal einfach nicht beherrschen. Puh, so. Wir haben noch. Ach doch, da ist da noch einer. Ich hatte mich eben verzählt. Ich dachte, wir hätten jetzt nur noch 4. Heatran ist Holo Reverse, ja. Aber auch ganz cool. Ich glaube, ich habe eben was gesehen, was ein Hit sein könnte. Aber wie immer, es könnte auch Silverwing sein. Es könnte natürlich auch die Clubkarte sein, ne? Ja. Ja. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob ich das dann nochmal verkrafte. Aber ich versuche nicht zu schreien. Okay. Es ist nicht schreien, genau. Du darfst schreien. Okay, Voice Crack, sorry. Geil. Also ich finde es schön. Definitiv. Ja, also schon ziemlich der Whitening an den Rändern und so. Habe ich jetzt bei den ganzen Wii-Karten tatsächlich auch beobachtet. Hast du recht. Aber sonst sieht sie eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Ja. Naja, und dann haben wir den Rest nochmal. Ja. Nicht zu vergessen, die Codekarte für euch. 3 Stück noch. Mhm. Schiebt ihr den mal rüber. Also ja. unsere Spielmatte hier, wollte ich gerade sagen, ist voll, ne? Also ja, muss jetzt quasi auch mal mit Hits. Ja. Das haben gleich natürlich noch. Oh, ich habe gespoilert. Ja, dran. Es klingelt wieder an der Tür. Ich habe jetzt wirklich keine Stimme mehr, glaube ich. Entschuldigung. Alles klar. Ein Pipi, ein Bigisa, ein Lecktag, ein Slimeball. Hast du eine Chance? Definitiv. Oder? Und noch eine Chance auf den Hit? Oh. Leider nein. Leider nein. Aber wir haben noch einen Booster. Willst du es öffnen? Soll ich es öffnen? Du darfst. Oder mach mich nicht schnell genug? Alles gut. Okay. Ich überlasse dir den Vortritt. Dankeschön. Also Leute, letztes Booster. Elfum ist drauf. Mal schauen,
was es gönnt. Wir brauchen noch die Alternativ-Art of Blue Rock. Es führt kein Weg dran vorbei. Bianca zittert. Ich kann auch nicht mehr. Ich sag jetzt auch nichts mehr. Enttäuschend. Aber hier ist der Code, hey. Ja. Also, Resümee. Heftig. Wirklich richtig. Also, ich habe schon ein paar Displays geöffnet, ein paar Collections, aber sowas never ever, noch nie gehabt. Hatte ich so jetzt auch noch nicht? Nee. Die Ausbeute, richtig schön, richtig gut. Wollen wir nochmal beim Blu-Rack auf das Centering etc. gucken? Sehr, sehr gerne doch. Na? Du kümmerst dich um das Visa, ich um die normale Visa-Karte. Ich teile euch das erstmal in die Kamera, bevor ich mir das dann anschaue. Also ich kann nichts Negatives erkennen auf den ersten Blick. Sieht, glaube ich, ganz gut aus, ne? Ja. Hier also oben die Ecke vielleicht so ein bisschen. Ein bisschen Whitening an den Edges, ja. Also auf den ersten Blick sieht die Glurak-V-Karte vom Centering links, rechts, oben unten ziemlich gut aus. Ja. Bis auf meinen Fettfinger sah die Karte eigentlich ziemlich gut aus. Also ich habe da auch nichts. Also beim Centering ein bisschen links, rechts, ne? Aber heftig. Ja, heftig. Ich bin sprachlos. Tolle Ausbeute. Richtig, richtig. Wir melden uns dann ab, wir sind sprachlos. Ja.